Ja. So cool. That's cold. I'm just concerned. You see the approach to yeah. Padre Vento? I see. Wir wünschen uns in diesen Tagen, dass wir als Skifahrer nach Patagonien gekommen wären. Wir hätten die Mega-Bedingungen im frischen Pulverschnee. Aber unser großes Ziel nimmt all unsere Kraft und Energie in Anspruch. Und wir versuchen immer wieder, zum richtigen Zeitpunkt am Einstieg zu sein, um die Verhältnisse zu prüfen, ob das Eis gewachsen ist und ob vielleicht doch noch ein Wetterfenster uns den Weg nach oben ermöglicht. Es ist Winter. Wir sind in Patagonien in einer der stürmischsten und kältesten Jahreszeiten. Und gemeinsam mit Luca Lindic werde ich versuchen, den Fitzroy über die Devil's Dahedral zu besteigen. Diese sagenhafte Linie hat seit der Erstbegehung 83 durch das slowenische Team um Silvo Caro keine Wiederholung gefunden. Eine Weile begleiten uns auf diese Winterreise nach Patagonien der Emanuel, mein Sohn, und der Paolo. Ali. Ali. Der Ausgangspunkt aller unserer Unternehmungen ist El Chalten, eine kleine Ortschaft am Fuße dieser gigantischen Bergwelt. Wir verbringen die Tage je nach Wetter und ich bin echt glücklich darüber, dass der Manu großen Spaß hat auf seiner ersten Patagonienreise. Eines Morgens, und es bleibt wieder nur wenig Zeit, einige Stunden schön Wetter sind vorhergesagt, steigen wir also auf den Cerro Solo und erleben eine unglaubliche Morgenstimmung. Cerro Torre im Hintergrund, Fitzroy im Hintergrund und für uns alle ein besonderer Umstand, dass wir am Gipfel die Ski anschnallen können und den gesamten Berg wieder mit unseren Skiern abfahren können. Ich bin oft an einem Berg gescheitert, einmal, zweimal und auch dreimal. Und ich habe festgestellt, dass durch die entsprechende Hartnäckigkeit und durch den Durchhaltewillen das ein oder andere am Ende doch möglich wird. Um einen perfekten Ausgangspunkt zu haben, graben wir uns am Passo Superior eine Schneehöhle, die uns den nötigen Schutz gibt vor Wind und Wetter. Das Wetter macht uns eins und andere Mal einen Strich durch die Rechnung. Einige Stunden schönes Wetter sind einfach nicht genug. Wir hatten uns im Winter gute Eisverhältnisse erhofft, um dadurch schnell vorwärts zu kommen, um kleine Wetterfenster zu nutzen. Und so ändern wir eins ums andere Mal unsere Pläne und steigen am Valboa in eine wirklich schöne Eislinie ein, aber werden auch hier mächtig geärgert vom Spindrift. Von diesen Staubschneelawinen, die uns von oben immer wieder in den Nacken fallen und uns das Vorankommen erschweren. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Chance irgendwann kriegen werden. Dafür braucht es Geduld und Ausdauer und natürlich das Wissen um die gesamte Logistik, das wir jetzt haben und beim nächsten Mal auch einsetzen werden. Wir werden sicher wiederkehren. Wir sind voller Eindrücke von
einer unberührten Landschaft zu einer Jahreszeit, in der kaum ein Kletterer sich in diese Gegend verirrt. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit dem Fitzroy.